MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren LS15-Video. Dazu muss ich jetzt gerade mal einiges erklären. Das ist, wie ihr seht, oder wie manche vielleicht direkt wieder sehen, das ist wieder die Nordheide-Map. Das Real-Life-Projekt LS15, das haben wir soweit eingestellt. Grund ist weitläufig erklärt. Und an sich wollten wir genau den Spielstand ja weitermachen, nur unter einem neuen Namen. Neuen Namen kann ich jetzt auch schon sagen, der wird jetzt also Alltag in Nordheide sein. Nun war aber das Problem, dass der Spielstand irgendwie weg war. Das war eine zu lange Pause dazwischen. Ich weiß nicht genau, wie das passiert. Jedenfalls habe ich den Spielstand nicht mehr wiedergefunden von dem Real-Life-Projekt. Und demzufolge, wie in einem Video angekündigt, habe ich jetzt hier mit der Nordheide nochmal wieder einen kleinen Spielstand neu gemacht. Hab da jetzt auch schon einiges hingestellt. Weil nochmal wieder ganz von vorne anfangen, denke ich mal, ist vielleicht nicht so unbedingt spannend, weder für euch noch für uns. Ich bin jetzt aktuell hier leider noch alleine, aber der Yogi wird da ab demnächst auf jeden Fall auch wieder dazu stoßen. Ja, wir haben jetzt wie gesagt einen kleinen Fuhrpark, habe ich jetzt schon hingestellt. Um Gottes Willen nicht übertrieben, das bleibt weiterhin bei den beiden Schleppern, die wir haben. Also wir haben jetzt nicht, oder ich habe jetzt nicht angefangen, da irgendwie Millionen drauf zu machen und zuzusehen, dass da 28 Schlepper und hast du nicht gesehen. Also die Fahrzeuge, die wir haben, sind weiterhin die beiden Deutschschlepper, die wir ja auch vorher schon hatten. So wie ein Mähdrescher, den ihr jetzt eben schon gesehen habt. Kein Häcksler, weil der wird im Zweifelsfall dann gemietet. Hier jetzt allerdings schon mal ein bisschen was an Maschinen auch. Wie gesagt, nichts Großartiges, aber so ein bisschen. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe jetzt doch schon ein paar Tiere auch gekauft. Können das gleich mal eben durchgehen, was wir da jetzt haben. Allein um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil wenn wir jetzt wieder anfangen, so hin und her, das wird vielleicht doch ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir jetzt auch schon ein paar Tiere geholt. So, wir haben jetzt ja 15 Hühner, 20 Schafe, 40 Kühe. Und irgendwann habe ich auch schon ein paar Pferde geholt und Schweine und Rinder auch. Aber jeweils, wie gesagt, sehr weit unten. 10 Pferde. Versorgt ist da noch nichts. Habe ich erstmal, wie gesagt, nur geholt. Es sind noch einige an Skripte jetzt wieder reingekommen, als da wäre der realistische Treibstoffverbrauch, die realistische Biogasanlage. Das Ballenhandling war ja vorher schon klar. Wie gesagt, zweimal Häckselanhänger, falls wir da mal Häcksel mit einem Lohnunternehmer. Hier, dass wir das Gras zwischendurch auch mal lose sammeln können. In erster Linie wird das Gras ja dann wieder mit Ballen gemacht. Also beileibe nichts großartig gekauft. An Feldern haben wir jetzt 6 Stück. So mittelgroße, sag ich mal. Wovon 2 eine Wiese ist. Und dann haben wir die 1, die 21. Die waren, ich glaube, also einige waren, sind sowieso von Anfang dabei. 2 Felder habe ich noch dazu gekauft. Ja, und so werden wir jetzt einfach mal anfangen. Wir werden weiterhin jetzt innerhalb des Spiels kein Geld mehr cheaten und solche Sachen oder irgendwas verändern. Jetzt definitiv nicht mehr. Was von Zeit zu Zeit mal kommen, wir werden die Zeit mal vorlaufen lassen, wenn da irgendwie viel angesehnt ist und nichts zu tun ist. Wenn wir die Zeit mal vorlaufen lassen, aber sonst ein ganz normales Spiel machen. Angelehnt an dem Real-Life-Projekt. Hier ist so ein bisschen die Kuhweide schon. So, und als erstes werden wir jetzt gleich mal anfangen. Ich werde gleich mal direkt loslegen. Und da hinten die Wiese schon mal mähen, dass die Tiere hier ein bisschen Gras kriegen. Haben auch schon einen Gülle- und einen Mistwagen. Alles, wie gesagt, untere bis mittlere Kategorie, also keine großartigen Maschinen. Wobei so große Maschinen hier auf der Map sowieso nicht sinnvoll wären. Da war jemand eng geparkt hier.
Komm, mach auf. Sonnenschein hier. Legen wir los. Das ist krass, wenn wir jetzt auch dann direkt in den Schwad legen und wenn das dann mit dem Mängel-Ladewagen aufladen. Schwader, Zette haben wir jetzt nicht. Werden wir uns im Zweifelsfall dann anmieten. Genau wie gesagt Häcksler, den wir uns dann im Zweifelsfall anmieten werden. Ich denke, wir werden aber oben auf der Kante anfangen. Ja, und dann gib ihm mal, ne? Vielleicht nicht ganz so schnell. Bringt aber auch nicht. Ein bisschen schneller schon. Ich denke mal, 15 Stundenkilometer kommen wir soweit aus. Ich habe den Mängel-Ladewagen jetzt länger nicht gehabt. Müssen mal gucken, wie er mit der Schwadbreite da rauskommt. Ansonsten müssen wir zweimal da drüber fahren. Das werden wir schon auf die Reihe kriegen. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen Platz lassen. Und dann gucken wir mal, wie viel Wiese wir hier für die Tiere zusammenkriegen. Ah ja, mit der Fahrt kann man das hier nicht aufmachen. Machen wir das hier. Warum kann ich das nicht aufmachen? Dann gleich mal stehen.
Ja, ab demnächst ist dann hoffentlich, denke ich, Juri dann auch wieder dabei, sodass wir das Projekt dann wie früher quasi zusammen weiterführen können. Aber ich bin da guter Dinge. Map ist halt so ein kleiner Gegensatz zur Bantico-Map, auf der wir sicherlich dann auch weiterspielen werden ab und an. Auf der Bantico gibt es eben extrem Riesenfelder. Und hier sind die Schläge alle so etwas gemächlicher. Was sich für ein Video sicherlich immer besser anbietet. Weil man dann doch im gewissen Satz ein klein bisschen mehr Abwechslung reinbringen kann. Aber die Bandico ist nach wie vor auch eine super Map und da geht es auf jeden Fall weiter. Und hier kann ich auch schon sagen, wird es die ganze Zeit auf der Nordhütte weitergehen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie nach 3-4 Wochen sagen, wir wechseln jetzt mal die Map. Nein, das Ding heißt ja auch Alltag in Nordhütte. Und der realistische Landwirt, der wechselt ja auch nicht irgendwie alle 2 Monate seinen Hof. Sondern der bleibt ja auch bei dem, was er hat. Und irgendwas zu tun geben wird es immer. Klar wird man sich dann irgendwann sagen, oh, man hat im Video alles schon gesehen, aber ich glaube, wenn man das versucht, ein bisschen im Spiel, jetzt nicht nach Roleplay schreien, aber so ein bisschen vernünftig zu spielen, dann kann das auch lange Zeit interessant bleiben. Gerade im Multiplayer. Das ist, wenn man alleine spielt, im Singleplayer dann vielleicht für beide Seiten irgendwann uninteressant wird, ist ganz klar. Aber wenn man so die Interaktion mit Mitspielern hat, dann kann das schon ganz schön werden. Gülle haben wir jetzt natürlich logischerweise noch nicht so viel, weil die Tiere bisher nichts zu fressen haben. Ansonsten hätten wir auf die frisch gemähte Wiese gleich nochmal ein bisschen Jauche draufgehauen. Das werden wir dann zukünftig auch mal machen. Zweiten Grasschnitt können wir dann eventuell aus den entweder wenn dieses Feld wieder so weit ist, oder wir noch eine andere Wiese irgendwo finden, werden wir sicherlich auch mal ein paar Silageballen machen. Eigentlich weiß ich, dass, denke ich, bis zum ersten Maishexen noch ein bisschen hinziehen wird. Wobei wir ein Maisfeld haben und da können wir durchaus vielleicht, wenn das geldmäßig noch ein bisschen anders aussieht, wenn wir schon mal so ein bisschen was gemacht haben,
uns mal einen Häcksler mieten, respektive den Lohner anzurufen. Wir haben natürlich auch so einen kleinen Fronthäcksler. Den könnten wir sonst auch mal versuchen, aber das ist immer nicht so meins. Also es ist auch nicht so teuer, sich dann einen Häcksler zu mieten. In diesem Spielstand ist auch kein Häcksler-Mod drinne. Das heißt, hier wird, wenn wir häckseln, hier grundsätzlich werden wir den New Holland Häcksler aus dem DLC nehmen, weil der mir wirklich gut gefällt. Und das ist so eine mittlere Größe quasi. Ein paar Mods sind hier drin. Aber ich habe schon geguckt, dass man vielleicht nicht immer so extrem viel mit Mod. Oh Gott. Mit Mods macht. Himmel, Herrgott. Das eine oder andere Skript ist natürlich drin. In der Regel meistens von Upside Down, um das Ganze so ein bisschen realistischer zu machen. Unten seht ihr rechts den realistischen Treibstoffverbrauch. Wenn Tanks auch mal ein bisschen schneller leer. Drive Control logisch, klar. Ballenfütterungsmod. BGA-Skript ist drin. Phasilo-Skript ist drin. Alles, was das Spiel noch so ein bisschen realer macht. Ich habe im Singleplayer jetzt ja noch, das hattet ihr am Singleplayer-Video neulich mal gesehen, so ein Mod drin oder ein Skript drin, was die Nacht noch dunkler macht. Das habe ich jetzt hier erstmal weggelassen, weil Multiplayer, wir spielen ja nicht auf dem Server. Sondern wenn ich mit Yugi spiele, dann hoste ich das Spiel ganz normal. Und da ist es dann, wenn nachts zu viele Scheinwerferquellen dann laufen, dann gibt es gerne mal Probleme. Und deswegen haben wir das erstmal weggelassen. Ich kann das irgendwann mal testen, wie das performancemäßig ausschaut, aber ich glaube eher, dass das nichts wird. So. Dann sind wir mit Minen jetzt durch. Nur eben zum Hof zurück. Und im nächsten Part werden wir das dann mit dem Mengele-Ladewagen einsammeln. Jetzt muss ich die erstmal auseinanderfuchsen. Also die Silagemittel oder Siliermittel und Messer habe ich mir logischerweise dazu gekauft. Muss erstmal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ob das alles so funktioniert. Ich hatte den früher, als er ganz neu war, mal getestet und da war er aber auch wieder abbiegen sollen können müssen. Da war er aber ziemlich schnell beim Sammeln verstopft und das fand ich so ein bisschen übertrieben. Allerdings nur bei Stroh, bei Gras hätte ich es echt noch nicht versucht. Aber das werden wir dann gleich machen. Alter, wo fahre ich wieder hin? Ich wollte das, also hier ist das Maisfeld. Gehört uns jetzt zwar noch nicht und ich weiß, dass viele auch wieder schreien. Aber wir werden uns trotzdem dran machen. Im Auftrag für die Nachbarn. Die Felder auch gerne mal abzuernten. Auch wenn viele jetzt wieder schreien, oh, unreal. So unreal finde ich das gar nicht. Der Nachbar ist halt immer noch auf der Sitzung und hat uns dann gebeten, das erstmal für ihn alles abzuernten. Und über die Bezahlung werden wir uns hinterher klar. Wir verkaufen es dann erstmal für auf unsere Rechnung, weil er wohl längere Zeit nicht da sein wird. Und er kriegt dann hinterher seinen Teil davon ab. Ich hätte ihn gerne abgelassen vor dem Abkoppeln, aber das Problem ist, wenn man den ablässt, dann klappt er immer auseinander. Das ist irgendwie noch so ein LS15. Ja, Problem in Anführungsstrichen. Warum, weiß ich auch. Uah! Weiß ich auch nicht. So, während ich mir dann jetzt hier die Mengele-Ladewagen hole, würde ich sagen, kommen wir für diesen Part dann erstmal zum Ende. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.